Es ist eine unglaubliche Unwissenheit, es ist eine unglaubliche Präpotenz der Erfahrung des Theaters gegenüber. Das sind ja keine Idioten gewesen, dass die da unten an einen gesetzt haben. Herzlich willkommen auf What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Mein Name ist David Kerber und ich habe heute das Vergnügen, ein Interview mit dem Kammersänger Kurt Riedel zu führen. Hallo. Als junger Sänger weiß man natürlich genau, wer Kurt Riedel ist. Fein, das freut mich. Ich habe allerdings vor, das wissen ja die Zuschauer nicht, 2 Wochen die Ehre gehabt, Ihr Buch hier abzuholen. Und Sie haben mir das überreicht mit einer Anekdote, dass der Peter Ustinov, mit dem Sie immer Fußball gespielt haben, Ihnen immer gesagt hat, es ist so schade, dass die Jugend an die Kinder verschwendet wird, denn die wissen gar nicht, wie gut sie es haben. Ja, das ist richtig, dazu stehe ich nach wie vor. Ja, ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ein interessanter Aufhänger für dieses Interview, denn mir geht es eigentlich immer eher ein bisschen wie dem Leonce in Leonce und Lena, wenn er da auf seinem Banker sitzt und sich darüber beklagt, dass er so jung und die Welt so alt ist. Und im Anbetracht der Welt sind wir eigentlich beide noch sehr jung. Im Anbetracht, so gesehen, ja. Im Anbetracht der Zeit sind Sie mir einiges voraus. Und Sie haben 168 Vorstellungen Rosenkavalier gesungen. Bitte um Korrektur, wenn es falsch ist. Nee, das mag doch sein. Meine Frau zählt das, ich zähle sie nicht. Im Rosenkavalier sagt die Marschallin, die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Sonderbar Ding, absolut, ja. Ist auch unsere Zeit ein sonderbar Ding? Ja, unsere Zeit ist ein noch größeres, noch ein sonderbares Ding, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Denn ich kann mir jetzt vorstellen, dass dieser Vorsprung in der Zeit die Situation des Quod Erat Demonstrandum mit sich bringt. Was zu beweisen war, ist bewiesen. Man hat so vieles nicht mehr nötig. Und das ist so schön, weil ich Sie daher in der Sprache meiner Zeit um Real Talk bitten würde. Und darum diesen erfahrungsreichen Blick auf meine Zeit, auf die Zeit von vielen jungen Sängern zu werfen und um eine Einschätzung dazu bitten, wie sich die Ausbildung verändert hat im Laufe Ihrer Zeit, auch im Vergleich zu damals, als Sie Ihre Ausbildung gemacht haben. Meiner Meinung nach hat sich Grundlegendes geändert. Grundlegendes dahingehend, ich fange jetzt ein bisschen später an und nicht so sehr mit der Ausbildung, sondern damit, wo die jungen Sänger, sobald sie ein Diplom gemacht haben, wo sie hingehen, wo sie anfangen. Also der große Traum natürlich von vielen ist, vielleicht ergibt sich die Chance, gleich an die Staatsoper zu gehen. Mhm. Gleich nach München zu gehen oder nach Berlin. Ich glaube, es ist nicht der richtige Weg. Mhm. Ja, also über die Provinz unter Anführungszeichen. Die Provinz ist kein Schimpfwort. Ja, es sind die kleinen und die mittleren Häuser, wo man eigentlich seine ersten Sporen verdienen sollte. Ich habe selbst also eine Oper, wo ganz junge Sänger neben mir waren. Das war, ich sage jetzt mal, La Bohème. Und die hineingeschmissen wurden und bei irgendwelchen, ich sag rhythmisch schwereren Stellen, mehr oder minder aufgestanden sind, aus der Partie gefallen sind und haben zum Dirigenten geschaut. Mhm. Also das heißt, eine gewisse Erfahrung, wie bewegt man sich auf der Bühne und vor allem, was kriege ich in die Stimme hinein? Und wo geht meine Stimme wirklich hin? Ich sage zu den Schülern, die ich habe nicht viele, weil ich nicht viel in Wien bin, weil ich viel verreise, aber wenn die dann kommen, sage ich, Kinder, ihr sollt das singen, was ihr seid und nicht das, was ihr sein wollt. Damit fängt es an. Also ich kriege einen Papageno und der möchte natürlich Wotan singen. Und damit fängt es an. Aber um auf die Ausbildung zu kommen, die Frage ist, wo sind die wirklichen guten Lehrer? Die guten Lehrer wären eigentlich, das ist noch meinem Geschmack, Sänger. Beziehungsweise Sängerinnen natürlich, die selbst auf der Bühne Erfahrung gesammelt haben und um die Nöte und eigentlich und wirklich um die Physis von Sängern gut Bescheid wissen.
Es nutzt mir gar nichts, wenn ich einen jungen Sänger habe und fange schon bei der zweiten, dritten Stunde an, irgendwas herum zu ziselieren. Zuerst muss einmal die Stimme kommen, muss ich erst einmal die Stimme entwickeln. Und dann werde ich schauen, wo geht der hin? Was kann ich mit dem machen? Also da wäre es sehr wichtig, erfahrene Leute und, wenn es natürlich geht, auch gute und erfolgreiche Leute zu haben. Ich habe viel mitgekriegt. Es muss nicht unbedingt der beste Lehrer sein, der vielleicht auch die große Karriere gemacht hat. Das muss nicht sein. Es kann auch jemand, der medioker war, mag aber vielleicht ein guter Lehrer sein. Mhm. Die Geduld ist eine wesentliche Sache. Also es geht nicht so schnell, wie viele glauben. Ich komme dorthin, mache ein paar Stimmübungen, das fängt an zu greifen und dann geht man sofort ins Repertoire. Sondern das braucht seine Zeit. Man muss der Stimme Zeit geben, sich zu entwickeln. Das ist ein ganz wesentliches. Und da kommen wir gleich zu einem Problem. Die Oper, die heute ja in erster Linie durch Manager geführt wird und nicht unbedingt von väterlichen Operndirektoren, wie La Roche einer ist, ja, schmeißen Leute hinein, nicht wirklich wissen, kann er das wirklich, hat derjenige oder der Studienleiter oder derjenige, der dafür verantwortlich ist, die Erfahrung, mit so einer jungen Stimme das Richtige anzufangen. Wie viele werden reingeschmissen und fangen, ein Beispiel zum Beispiel, und sagen, ja, das ist ein Singspiel, ich nehme jetzt Zaunzimmer als Beispiel, und geben einen jungen Sänger den Fambett. Wäre ein Verbrechen. Fambett ist eine sehr schwere Partie. Ja, aber man glaubt, es geht vielleicht ein Jahr. Vielleicht eineinhalb, aber dann ist er kaputt. Also das heißt, dem Sänger die Zeit zu geben, sich zu entwickeln und dann langsam aufbauen. Jetzt haben Sie viele, viele wunde Punkte eigentlich schon angesprochen. Man kann sehr interessant aus der Perspektive von einem jungen Menschen. Wie findet man denn heraus, ob der bekannte große Sänger mit tollen Karrieren oder tollen Rollen, die er auf die Bühne gebracht hat, ob der auch unterrichten kann, denn das ist ja keineswegs ein Garant für tollen Unterricht, ist die tolle Karriere. Absolut, das wollte ich auch sagen. Also man muss als Sänger, wie soll ich das sagen, eine gewisse Vertrauensposition einmal einnehmen und sagen, okay, der soll mir mal zeigen oder beziehungsweise auch mir was vormachen, wenn's geht. Ja? Und beim Erklären, wie behutsam mit einer Stimme. Ein guter Lehrer muss hören, wo die Stimme hintendiert. Es gibt Leute, die fangen mit einer sehr wuchtigen, unteren und tiefen Stimme an und dann langsam merkt man, oben wird das ziemlich dünn. Und man soll bald herausfinden, öffnet sich das? Wird das oben breiter? Kann der Lehrer das bringen, dass er die Stimme nach oben öffnet und die geht auf? Oder bleibt er beim Grundeln? Wenn ich jetzt so sage, okay, dann ist wird das Fach klein. Mhm. Weil so viele Partien, die nur grundeln und keine Höhe brauchen, die gibt es nicht. Mhm. Ja, und sich dann, ich merke das oft, wenn Bassisten zu mir kommen und sagen, ja, er hat das tiefe D, er hat das tiefe C oder irgendwas. Sag ich, jetzt zeig mir mal, ob du ein gutes E und ein gutes F oben hast. Mhm. Ja, und wenn es dann dünn wird und sagt, oh je, dann wäre ich so, welche Partie willst du singen? Du kannst nicht nur mit dem Sagastro durchs Leben gehen. Schon beim Osmin musst du eine gute Höhe haben. Mhm. Obwohl dir dann nachher das tiefe D da quer kommt. Ja? Und die ganzen Wagner-Bässe, sage ich einmal, die liegen alle in erster Linie hoch. Ja. Da musst du die Power zeigen. Und da muss ein Lehrer und der Schüler, der muss nach 2, 3, 4, 5 Stunden, die er genommen hat, spüren, ob der Lehrer auf ihn eingeht oder ob ihn der zu irgendetwas zwingt und er sagt, nein, das tut mir gar nicht gut. Es kann schon sein, dass die ersten Stunden, ich sage jetzt einmal, ein bisschen wehtun. Also, dass man sagt, boah, so wenn man das nicht vorgestellt. Aber da muss man zuhören, man muss sagen, was hat er wirklich gewollt? Er hat das selber auch so gesungen, das klingt, ja, ich glaube, ich kann in die Richtung gehen. Das klingt nach etwas, was man Sängerinstinkt nennen könnte. Dass man innerlich weiß, das könnte in eine Richtung gehen, die mich weiterbringt. Ja, das ist richtig.
das Bauchgefühl nie verlassen. Ein gewisses Bauchgefühl muss man immer haben. Nicht nur in der Politik, wo es total heute vermisst wird. Da gibt es das überhaupt nicht mehr. Fingerspitzengefühl. Ich muss auch der Lehrer wissen, kann ich ihn da jetzt noch einmal hochtreiben? Kann ich ihn jetzt da drüber, okay, einigermaßen kommt er zum S, zum E, na, jetzt will ich aber ein F hören. Und kann ich in der Übung raufgehen aufs Fis? Kann ich in der Übung aufs G hinaufgehen? Und dann sagt er, schau her, das greift, das geht, okay, hören wir sofort auf. Ich merke, die Kapazität ist da. Und wie man die dann ausbaut und wie viel man auch Dampf gibt. Also, mir hat man ja oft nachgesagt, naja, also der will große Stimmen zeigen oder irgendetwas. Ich bin am Anfang nicht im Wagner-Fach gewesen. Ich war vorher also im leichteren Fach und dann im Italienischen und bin vom Italienischen ins deutsche Fach gegangen. Hm. Wieder ins Italienische, weil ich es gebraucht habe zum Putzen der Stimme. Hm. Nicht? Aber im deutschen Fach muss man natürlich auch aufgrund des vollen Orchesters und des Klanges, muss man schon eine gut sitzende Stimme haben. Das klingt trotz der vielen Erfahrungen, die da sofort einfließt, sehr danach, dass Sie für diese lange Karriere oder vielleicht auch für Ihre Ausbildung viel Hausverstand und Bauchgefühl eingesetzt haben und sich gefragt haben, ob Dinge Sinn machen so und nicht blind vertraut. Nein, haben. Das blind war nicht. Und ich war, das muss ich sagen, bevor ich gewisse Partien gesungen habe, ich habe mir zum Beispiel mit dem Hagen relativ lang Zeit gelassen. Ich habe meine ersten Hagen gesungen mit 40. Mhm. Ja, ich sage jetzt lang. Ich meine, mit 40 ist man nicht heute, also nähert man sich dem Höhepunkt in meiner Stimmlage. Ja. Ich habe den ersten gesungen mit 40 und habe aber in meiner Karriere 214 Hagen gesungen. Das ist viel Holz. Hm. Das ist wirklich viel. Hätten Sie jetzt eine Tochter oder einen Sohn, der bei der Abstammung wahrscheinlich Sänger werden möchte, was raten Sie denn dem? Würden Sie oder ihr, würden Sie raten, sich in eine Hochschule zu begeben? Würden Sie sagen, es ist völlig egal, wo es stattfindet, es geht nur um den Lehrer? Was würden Sie vielleicht, weil Sie, habe ich sehr interessant gefunden in Ihrem Buch auch, Sie haben sich alles ein bisschen selbst verdient. Sie haben als Hotelpianist gearbeitet, Sie haben Kabel getragen und solche Dinge. Ich habe auch Koffer getragen. Koffer. Das habe ich auch gemacht, natürlich. Das gibt schon ein bisschen ein Biss auch, oder? Also ja, das gibt einen Biss. Ich meine, ich wollte auf eigenen Füßen stehen, ich wollte den Eltern nicht auf der Tasche legen und habe gesagt, Kinderlein, ich verdiene mir schon mein eigenes Geld. Was würde ich einem Kind raten? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich heute den Opernbetrieb anschaue, würde ich mir... Gehen wir mal von einem Sohn aus, ja? Mhm. Sagen wir das, damit wir vielleicht im gleichen Stimmfach bleiben, irgendwie. Dem würde ich sagen, überlegst dir sehr gut. Überlegst dir sehr gut. Es hat sich das Opernbusiness hat sich sehr gewandelt. Der Sänger steht nicht mehr so im Mittelpunkt, im Zentrum, wie das eigentlich im Sinne der Oper war. Er wird verdrängt in erster Linie heute durch Regisseure und sehr oft durch schlechte Regisseure. Er wird im Feuilleton meistens vergessen, beziehungsweise erst am Schluss mit einem Satz bedacht. Aber das soll nicht das Wesentliche sein. Er soll sich gut überlegen, ob man in dieses spezifische Fach Oper geht. Ich habe meine ganz großen Zweifel, wie man heute mit der Oper umgeht, wie man glaubt, sie zu einem oder zu einer Kunstgattung des 21. Jahrhunderts zu machen. Da stellt sich die Frage, ob man nicht dann von einem Musiktheater spricht, von einem Drama mit Musik. Aber das hat mit der eigentlichen Oper in dem Sinn, wo es zur großen Pflege des Gesangs eigentlich oder des schönen Gesangsbedarf nicht mehr so viel zu tun. Also man muss sagen, bist du bereit, dich leider sehr zu unterwerfen für dem, was man mit dir auf der Bühne eigentlich vorhat?
Ich bin also bei Gott kein Rampensänger gewesen, nie in meinem Leben. Mhm. Ich habe immer alles mitgemacht, soweit es ging. Aber ich habe auch, wenn Dinge nicht gegangen sind, meinen Mund aufgemacht. Heute traut sich keiner mehr den Mund aufmachen. Ich kenne dazu die Regisseure, die, ich muss es ehrlich sagen, sehr oft vom Schauspiel kommen, sehr oft vom Film kommen. Und das Ergebnis zweifle ich sehr an. Aber bitte, Frage. Springen wir ins Theater. Springen wir ins jetzt Theater. Jetzt haben wir die Sporen der Jugend, wie die, also die müssen es wissen, die müssen es wollen, die müssen es wissen, dass sie es wollen. Die müssen es wirklich wollen und sie müssen auch wissen, dass das ein Schweiß und Tränenweg ist. Ja. Das ist nicht so einfach, wie sage ich stelle mich hin, ich singe einen guten Papageno und dann werden sie mich nehmen. Schöne Stimme, noch lange nicht. Heißt noch lange nichts, leider. Komm, süßes Kreuz, muss man sagen. Ja. springen wir ins Theater. Wie haben sich die Intendanten verändert? Sie sprechen von väterlichen Figuren, die sie begleitet haben, die sie an der Hand genommen haben, die gesagt haben, schau, boah, jetzt machen wir das, dann kommt das, dann kommt jenes. Sehen Sie die heute, diese Figuren? Nein, das ist genau eigentlich genau die Frage auf den Punkt. Das ist die Frage auf den Punkt. Ich hatte das Glück, mein erster Direktor in der Wiener Staatsoper war der Egon Seefellner. Ich habe dem vorgesungen, zwei Sachen, und er hat mich ins Büro gebeten und gesagt, ja, ich freue mich auf Sie, bleiben Sie bei mir. Bevor ich aber zum Seefellner kam, hatte ich noch den berühmten Heldentenor Wolfgang Windgassen. Und der Windgassen hat mich nach Stuttgart geholt, der leider also dann 3 Monate, nachdem ich dort angefangen habe, verstorben ist. Aber das war ein Haus, ein wesentliches Haus, und schon dort ist mir dann die Realität quasi ins Gesicht gesprungen, denn der Nachfolger war ein Journalist. Also war netter Sänger, so wie Eberhard Wächter dann später, der mich ja sehr auch unter die Fittiche genommen hat und mir einen unglaublichen Vertrag an der Wiener Staatsoper gegeben hat, als er Direktor wurde, der behutsam, der mich genommen hat und der gesagt hat, väterlicher Freund, Larosch und so weiter. Heute, ich springe jetzt wieder zurück, heute haben wir Manager am Werk, die sehr, sehr oft vom Metier sehr wenig verstehen. Von der Seele des Sängers, wie man mit dem umgeht, dass man sich den oft anhört, dass man sich den auch einmal zu einer Probe dazugeht, wie der arbeitet, dass man zu Ensembleproben dazugeht. Ich höre mir mal dazwischen was an, nicht unbedingt nur den Abend. Der Abend ist wichtig, da soll man hingehen, ja. Aber auch zu Proben. Also es hat sich dahingehend verändert. Wie gesagt, der erste war der Seefellner, dann kam Marcel. Großer Dirigent, interessanter Dirigent, also vom Schlagtechnischen her einer der besten, die es gab. Merkt sie jedes Mal, hat 8 Mal auswendig dirigiert, nur um das sich vorzustellen. Ja, tak, 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 Einsätze. Bei Lulu genauso. Und dem habe ich sehr viel gemacht und dann bin ich sehr gehangen. Der hat das Pech gehabt, dass seine Berater, die er sich zugezogen hat, weil er ja in erster Linie vom Konzert kam, aber trotzdem auch mit der Oper bewandert war, er hat nicht die besten Berater gehabt. Also wenn ein Direktor heute kommt, dann braucht er, so wie ein Feldmarschall gute Generäle, er braucht Leute, die wirklich was von der Stimme verstehen, vom Repertoire verstehen. Und ein Direktor muss auch aussuchen, was bringt einem Publikum? Womit hole ich ein Publikum ans Haus? Welche Sänger habe ich im Haus? Nicht in erster Linie denken, ah, das war der Stickel, und dann muss er sich quasi für die gesamte Besetzung nur Gäste holen. Die Oper ist heute ein Museum. Wird so oft gesagt und die Antwort der Intendanten ist dann immer das Regietheater, die Regisseure. Dadurch holen wir die Oper ins Hier und Jetzt. Sie haben das schon am Anfang gesagt. Das 21. Jahrhundert, die Oper ins 21. Jahrhundert holen, funktioniert über das Visuelle. Ja, aber da ist natürlich die eigentlich falsche Antwort ist, also meiner Meinung nach, und dazu habe ich, glaube ich, also wirklich 50 Jahre Erfahrung, das Regietheater rettet die Oper nicht. Das ist meine sehr persönliche Meinung.
Ja? Ich habe viel Regie gemacht, also nicht nur selber, das auch hier und da, aber mitgemacht mit den besten Regisseuren. Das Regietheater im Endeffekt entfernt sich immer mehr vom Stoff. Man benutzt dieses Kunstwerk Oper, jetzt eine gewisse Oper, und versucht ihm eine völlig neue Deutung zu geben, eine ganz andere Sichtweise. Viel, da wird Politik hineingegeben, die überhaupt gar nicht da ist. Damit holt man die Leute nicht. Dann holt die Leute nicht. Man muss heute fast eine Erklärung, eine Einführung geben, damit die Leute das verstehen, was die Regisseure heute auf der Bühne wollen. Damit hole ich keine Leute ins Theater zurück, weil die Schönheit ist für diese Leute verdächtig. Was schön ist, das wühlt nicht genug auf. Die wollen in allem aufwühlen. Ich möchte in einem Parsifal Farben sehen. Ich möchte den Text dargestellt haben und nicht entstellt haben. Ja, dann springt natürlich jeder Regisseur heute bei Wagner sofort auf alles mögliche Trittbretter auf. Da wird sofort einmal Wagner durchleuchtet. Da kommt der Antisemitismus sofort wieder in das Stück hinein. Das brauche ich nicht. Ja? Und immer wieder mit der Keule hingeschlagen. Und eigentlich, dass der Wagner, welche Type er war, was er im Eide fängt, kein guter Kerl und so weiter. Und dann wird seziert und dann werden die Stücke auseinandergenommen und unter uns gesagt, ich kann nicht die gewaltigste Musik. Ich nehme jetzt also Siegfrieds Ankunft in Götterdämmerung, was so ziemlich das Bombastische ist, wann der kommt im ersten Akt, in einer Dönerbude spielen oder in einem Telefonhaus. Das geht nicht. Ich muss diese gewaltige Musik auch umsetzen in einem Bühnenbild und nicht diminuieren und das klarbringen. Somit kriegst du keine Leute. Sie wollen halt ins Kino gehen. Was wollen die Leute im Kino sehen? Sie wollen Science Fiction sehen und unglaubliche Bilder. Sie wollen erschlagen werden von Bildern. Ich möchte in der Walküre keine Walküren haben mit Blechbusen und mit Stierhörnern. Das muss ich nicht haben. Ich möchte zeitlose Kostüme haben. Und ich hatte das Glück, den Ring in Amsterdam zu machen unter Pierre Audi. Das war die größte Sensation. Sie haben das vielleicht im Buch drinnen gesehen. Das sind Bilder, sind unglaublich. Und heute gehst du also mit dem Ruderleiberl und mit den Tennisschuhen und gehst du und machst Götterdämmerung. Es passt nicht. Es passt die Sprache nicht zum Kostüm. Und da muss man versuchen, eine Einheit zu finden. Man muss nicht das, wie gesagt, ich brauche nicht alte, schwere, historische Kostüme in einer modernen Inszenierung. Mach etwas Zeitloses. Spiel viel mehr mit Licht. Aber nicht das, dass man diminuiert, dass man die Charaktere ins Lächerliche zieht. Und ich habe sehr oft das Gefühl, dass Regisseure Freude haben, diese Dinge vollkommen auf den Kopf zu stellen, ihnen eine andere Bedeutung zu geben. Und wenn man sagt, im Parsifal sind keine christlichen Motive, nein, das interessiert mich überhaupt nicht, wir machen Stünde, dann stimmt es nicht. Aber es traut sich ja heute keiner. Es traut sich ja keiner heute, wie soll ich sagen, oft einen Schritt zurück machen. Einen Schritt zurück einfach von dem Überbordenden, was heute passiert, also im TV. Hier haben wir wie soll ich sagen, eine Berieselung, eine Schwemme, sondern ein gewisses Innehalten. Es heute fast keiner, auch selbst so große Regisseure wie Götz Friedrich, den ich über alles schätze, der also ein genialer Mann war. Und wir haben Schlussszene Rosenkavalier gehabt. Zweiter Akt, Schlussszene Ochs. Und wo dieser Mann einfach im Glück ist mit mir, keine Nacht mehr zu lang, sich eigentlich dann fallen lässt und so weiter, eine sehr duftige, aber wo auch eine Stille hineinkommt, sind die Lerchenauer hinten vorbeigegangen mit einer klirrenden Bierkiste. Und während ich meine leisesten Töne habe, ist ein Kling, Klang, Klang, Tschak, Tschak, Tschak. Und ich habe gesagt, Chef, bitte nicht besser sein, aber können wir da anders. Lass sie von mir das irgendwie von hinten schauen, sagen wir, der Papa ist ganz glücklich oder irgendwas. Oder lass sie vielleicht ruhig eine Flasche saufen, dem Papa zuschauen, aber nicht bitte mit der Kistennummer umgehen. Er hat mir gesagt, Kurt, komm zu mir ins Büro. Wir haben uns dann darüber unterhalten und er hat gesagt, naja, vielleicht machen wir das ein bisschen leiser.
Und es hat gewirkt und es war ein großer Erfolg. Es klingt ja fast so, als gäbe es zumindest die historischen Opern betreffend eigentlich gar keinen Grund für Regisseure. Es bräuchte ja eigentlich nur erfahrene Sänger, die sich im Grunde zu einer Probe treffen und sich ausmachen, wie die Szene gemacht wird. Jetzt muss ich fast sagen, junge Freund, haben Sie mir das gestohlen. Weil ich habe oft gesagt, ein erfahrener Sänger steht nicht falsch. Der sieht das Bühnenbild und aha, Türe, Tisch, zack. Also ich weiß schon von vornherein, wo kann ich kommen? Kein Tür offen, muss ich auch wissen, wo ist der Rundhorizont zu Ende? Gibt es einen Schlitz zum Auftreten oder sonst was, sonst muss ich durchkommen. Man braucht viel weniger Regisseure, als man denkt. Denn sehr oft ist es so, und dafür habe ich ja genug kennengelernt, die das, was du ihnen vormachst, ja, entweder sofort fressen und sagen, das ist eine gute Idee, machen wir. Und dann gibt es die anderen, die sagen, kommt gar nicht in Frage. Dann spürt er das vor und im Endeffekt ist es genau das, was du wolltest. Die springen sofort auf das aus, aber sie zerstören es erst. Nein, also so kann man das gar nicht machen. Und dann stellt sich heraus, nachdem man es dann so stellt, und dann müsste man eigentlich aufstehen und sagen, lieber Freund, das ist ja genau das, was ich vorher gemacht habe. Also das kommt sehr oft vor. Die wandeln das um. Das Hineininterpretieren, das ist ja das große Problem. Der Sänger weiß sein Text, der Sänger weiß, zu wem er singt. Aber da war zum Beispiel der Wilson, der in Paris den Ring gemacht hat, der darauf gegangen ist, starre Linien zu machen, also dorthin zu gehen, obwohl ich eigentlich zu einer Person singe, die in der anderen Richtung ist. Das hat natürlich manche Journalisten gesagt, ah, vollkommen neue Idee und wunderbar. Ob das so gut getragen hat, weiß ich nicht. Es war vom rein optischen, hat man gesagt, das war irgendwas, ich kann mich erinnern, ich musste einen als Hagen einen Speer halten und dieser Speer war flach. Ich musste den also so halten und den über Stunden, ich habe meinen Daumen nicht mehr, warum? Weil das Licht genau auf die Breitseite dieses Speeres gefallen ist und der musste leuchten irgendwie. Ich konnte schon immer mehr, mir ist die Hand aufgefallen. Okay, war eine Idee, man kann das machen. Man kann gewisse Dinge auch geometrisch manchmal auf die Bühne bringen. Aber im Endeffekt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich traue mir zu, mit erfahrenen Sängern, nehmen wir jetzt einen Fidelio her oder irgendetwas, nehmen wir auch eine Entführung aus dem Serail her, als Spielertrainer, so quasi als Osmin, führe ich mir die Leute, wo ich muss und brauche ich keinen Regisseur. Nur eine Szene, es war ein fliegender Holländer in Paris. Ja. Der sagt, na, Riedelweg, fällt Ihnen die Bühne? Und ich sage, ja, das schaut sehr gut aus, das ist alles Eis und zwei schwarze Schiffe dort. Nein, und dann schaue ich mir die Schiffe ein bisschen genauer an und sage, wissen Sie jetzt genau, worum es im ersten Akt Fliegender Holländer hauptsächlich geht? Also, wo es ein zentrales Thema ist. Irgendwie so herumlaviert. Und ich habe dann gesagt, Wind. Weil da dann sind kein Zweifel, 7 Meilen fort, Trieb und der Sturm vom sicheren Port. Steuermann singt, ach lieber Südwind, blas noch mehr. Ja, dann kommt der Chor, auch mit dem Wind, dann kommt der Holländer nicht, durch bösen Wind verschlagen und so weiter. Es geht um Wind und um zwei Männer, die sich treffen. Und dann sagt der eine, er möchte an Land gehen. Der andere sagt, ich habe ein Haus, ich habe sogar eine Tochter, der hat Schätze. Okay, genau. Und dann schaue ich auf die Bühne und was sehe ich? Zwei Dampfschiffe. Was mache ich im ersten Akt Fliegender Holländer mit zwei Dampfschiffen, die bei Flaute fahren können, wo der nie sagen kann, das Schicksal, der Wind treibt mich an diese Küste, ist ein Blödsinn. Der Daland wird nicht verschlagen dort hinten, den Skagerrak da oben, wenn er ein Dampfschiff hat. Also wie kann ich zwei Dampfschiffe hinstellen und das ist dem Regisseur wurscht? Das ist eine neue Idee. Neu ist überhaupt kein Qualitätskriterium. Sie haben in Ihrem Buch ganz ein tolles Zitat von Karl Kraus erwähnt. Falls ich will es Ihnen nicht nehmen, es selbst zu sagen. Nein, sag es.
Wenn die Sonne der Kultur tief steht, werfen selbst Zwerge lange Schatten. Lange Schatten, ja. Das ist, ja, und in der Zeit sind wir sehr. Die Regisseure heute nehmen die Stücke und wollen eine totale eigene Interpretation dieses Stückes machen. Wobei meistens die Personenregie selbst oder das, was die Sänger zu tun haben, an Ausdruck bringen müssen und so weiter, entweder bis ins Grellste verzerrt werden. Man kann, wenn man also, ich will keine Lusche auf der Bühne haben. Ich möchte jemanden haben, der weiß, was er singt und dass er einen Ausdruck hat. Also nichts ist schlimmer, als wirklich eine lahme Ente da oben zu haben. Da braucht es jemanden, der so tut. Aber wenn zwei andere gute Sänger daneben sind, die tätscheln ihn schon, die schon kommen, also so geht's nicht. Aber die größte Gefahr, die wir heute haben, ist die Mediokrität. Dieses unerträgliche Mittelmaß. Dieses auf der anderen Seite sich selbst erhöhen als Regisseur, sich hinstellen, vor gestandene Sänger. Zu mir kommt einer und will mir noch 300 Vorstellungen Fidelio, Fidelio erklären. Ja? Und mir eigentlich sagen, dass der Rocco der mieseste Hund ist. Und mir jemand schon immer gesagt hat, ich möchte, dass das eine SS ist auf der Bühne. Und ich habe gesagt, dann können Sie mal gleich den Rückflug machen, weil das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, aber ich sehe das so, sage ich, das interessiert mich nicht. Ich sehe es nicht so und im Stück ist es auch nicht so. Das ist jetzt aber interessant, weil im Grunde könnte man ja glauben, bis daher, dass alles, was Regie ist, schlecht ist. Aber es gibt ja auch in Ihrem Buch wirklich, wirkt so, als gäbe es sehr interessante moderne Regie zu klassischen Stücken, zum Beispiel der Rosenkavalier in Los Angeles, oder? Also das sind ja Dinge, die nichts, da steht keiner mit Reifröcken da und klassisch und historische Beleuchtung vielleicht oder so, um das geht es ja nicht, das geht ja um die Sache, oder? Es geht um die Sache, ich will nicht sagen, also soll nicht der Eindruck entstehen, dass ich sage, alles Regie ist alles schlecht, um Gottes Willen. Wenn ein Regisseur sich dem Stück widmet und sich darüber auch im Klaren ist, er will diese Story erzählen und sich dann Gedanken macht, nicht jetzt um reine, billige Szene zu machen, ob du jetzt da reinkommst oder dort reinkommst oder das ist sekundär. Das kann man aus, das ist austauschbar, das ist alles zu machen. Sondern um eine Haltung, ob man eine Figur anders zeichnet. Eine Kundri zum Beispiel, wie zeichnet er eine Kundri? Entweder wie ein Tier daherkommt. Oder mancher hat gemacht, überintellektuell, womit ich schon ein bisschen meine Probleme dann habe. Denn man muss wissen, aus welcher Szene kommt die eigentlich. Aus fernem Land bringt also einen Trank, der hoffentlich dem Amphortas hilft und so weiter. Da kannst du also jetzt nicht... Ich weiß nicht, dass sie in ein Bürogebäude ansiedeln und so weiter, dann wird es sehr schwer, dann diesen Parsifal über die Runden zu bringen. Nein, sondern jemand, der ein Konzept hat und der weiß, er dient mit der Regie der Musik. Und das ist genau das, was heute nicht der Fall ist. Sie dienen nicht der Musik. Sie bedienen sich dieser Kunstwerke, um ihnen etwas aufzupfropfen. Was bedeutet Interpretation dann? Die Interpretation ist, ich sage ganz ehrlich, die Interpretation muss das Stück transportieren. Man kann, ich würde mal sagen, ein gewisser Blickwinkel. Stelle ich jetzt einen Hagen als einen düsteren, miesen Waldmenschen dar, der nur brutal ist und nichts anderes wie als den Siegfried morden, oder als einen Selbstliebesuchenden, der zu einer bösen Figur wird, weil er die Liebe nicht erhalten hat, der beobachtet, der selbst in sich, also eine getriebene Kreatur ist. Oder stelle ich ihn da als einen ganz kühl Berechnenden, der nur links, rechts schaut und eigentlich auf den Moment wartet, wo er zuschlagen kann. Das sind Interpretationen. Aber nicht, ob ich jetzt eine politische Meinung habe und sage, jetzt bringe ich was in. Das ist falsch.
Das heißt, im Grunde könnte man sagen, Interpretation ist das, was passiert, wenn jemand, entweder derselbe Mensch in verschiedenen Situationen oder verschiedene Menschen mit der Intention daran gehen, der Sache zu dienen. Ja, daran sieht man aber auch, wie ist ein Schauspieler dazu imstande? Und es muss, deswegen ist es nur ein Beispiel. Ob der Matti Salminen oder ob ich Osmin singe, sind zwar total verschiedene Figuren. Gott sei Dank. Ja? Ja. Ich mache das ganz anders als der. Jetzt kommt aber ein Regisseur und sagt, ja, also die ersten sechs Vorstellungen, sag ich, jetzt singt der und die zweiten sechs Vorstellungen sind der. Die gleiche Regie wird nicht gut gehen. Macht man aber nicht. Weil der Regisseur in der heutigen Zeit hat keine Zeit, mit der Besetzung zu arbeiten. Nein, ich kann nur mit der machen. Das Problem ist, der kennt meistens vorher gar nicht die Sänger und hat ein fertiges Konzept. Und auf einmal steht er vor dem und sagt: Aha, der ist es. Und dann fängt das Problem an. Sag, ich habe mir das eigentlich so vorgestellt, aber jetzt sehe ich den erst. Jetzt habe ich den. Mein Vorsingen, Entführung aus dem Serail in Salzburg, Horst Stein war dort und Johannes Schaaf. Die haben gesagt, also ich bin auf die Bühne gegangen und bevor das angefangen hat, wer ein Liebchen hat gefunden, hat Schaaf gesagt, also da nicht jetzt einfach in der Mitte stehen und mir das jetzt vorsingen, sondern pass mal auf, da ist das, du kommst rein, gibt's immer Leiter, die lanzt an, du aufsteigen und dann komm wieder runter und dann steht er vor, es kommt der Belmonte rein und ihr habt das. Was hängt, lasst ihr euch hin? Ja, zack. Und jetzt hat das angeschaut und er sagt weiter, 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 also nicht nur das eine gestanden, sondern weiter, 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 möchte sehen, wie sich der unter oben bewegt. Für einen Horst Stein, der hat gesagt, Kurt, ist in Ordnung, passt. Und er hat gesagt, ja, mir passt das auch. Wann ist Ihre nächste Vorstellung in Wien? Habe ich gesagt, die ist in 3 Tagen, da mein Rosenkavalier. Sagt er, wunderbar, ich komme zu dem Rosenkavalier. Er hat sich den Rosenkavalier angeschaut, kam nachher zu mir in die Garderobe und hat gesagt, Herr Riedl, ich freue mich, Sie sind's. Also, der hat sich angeschaut, wie ich agiere auf der Bühne und hat seine Regie schon im Kopf irgendwas gehabt. Was ist passiert? Ich musste über eine 15 Meter hohe Leiter auftreten. Von oben, man sieht zuerst meine Beine, tak, 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 tak. Kann das einer? Oder kann das einer nicht? Ja? Also einer, der 140 Kilo hat, wird es wahrscheinlich nicht machen. Ich habe es gemacht, er hat gesehen, was ich auf der Bühne mache. Und so hat er auch, schmeißt sich die eine Hängematte hinein und dreht sich in der Hängematte rum. Das ist alles passiert, das hat er im Kopf gehabt. Sag ich, was kann ich machen im Terzett, wo die eigentlich rein wollen, der Muslimin soll sie aufhalten, damit es nicht peinlich ist. Und so müsste es eigentlich sein. Ein Regisseur müsste, wie im Film, sage ich jetzt mal, obwohl ich sehr skeptisch bin mit Film und Bühne, sind zwar total verschiedene Sachen, die Besetzung anschauen oder von der Besetzung etwas wissen, um dann die Regie umzusetzen. Aber nur, was der körperlich imstande ist zu leisten oder auch vielleicht mit dem Menschen sprechen und ihn fragen, was für Auffassungen er hat von Ja, einer Rolle. aber das findet natürlich nicht statt, leider nicht statt. Das wäre wünschenswert, aber so weit will ich ja fast gar nicht gehen. Denn im Ja, Sie Endeffekt, dürfen es jetzt. ja, also im Endeffekt, wenn man dann arbeitet, wäre schon ideal das Gespräch zwischen Regisseur und Sänger. Dass man sagt, du, pass auf, ich stelle mir das aber so vor, kannst du da nicht hier so oder dies, jenes, ich mechere das gern so haben. Und dann, man muss auch dem Sänger dann erlauben, Widerspruch zu leisten und sagen, na bitte, sei mir nicht besser. Also das spüre ich ganz anders. In der Situation, bitte, bitte, bitte nicht. Ich mache dir gerne dies und jenes, aber da bitte gib mir da die Freiheit, damit ich das mache. Das wäre ideal. Und dann kriegt man etwas auf die Bühne, was einfach stimmt, nicht wo du in ein Korsett gezwängt wird, wo du nicht kannst. Ich muss auch wissen, was ist ein Mensch fähig in der Mimik. Es gibt ja Teiggesichter, ne? Die bringen nichts, die bewegen sich vielleicht ganz gut, aber im Gesicht spielt sie nichts ab. Da muss man auch sagen, du, pass auf, ich brauche Augen.
da brauche ich Augen. Du schaust mir nicht am Boden. Mhm. Und du schaust mir nicht dauernd zum Dirigenten. Da muss ich, ja, dann werde ich sagen, pass mal auf, bei dieser einen Szene, was können wir machen? Da muss ich. Da war Lady Macbeth vom Schensk, wo ich sehr schwer Peitschenhiebe zu machen habe. Und da brauche ich, das ist ganz schwierig, ich brauche da ein Auge auf den, zwischendurch, ne, aber ich brauche ein Auge, nicht auf so einen kleinen Monitor, der irgendwo hängt, das ist natürlich auch nicht gut, ja, und nur so zum Dirigenten schauen, geht nicht. Sagen, wir müssen da eine Möglichkeit finden, wo ich aushole und so weiter, wo ich zwischendurch irgendetwas sehe. Mhm. Oder auch bei gewissen Szenen, die ganz schwierig sind, wo ich zu weit vom Souffleur weg bin. Auch die Idee heute, Bühnenbildner kommen und sagen, sie stört das Castle da vorne. Ja, den schmeiße ich als Direktor sofort aus. Sag ich, wenn Sie das nicht integrieren können, das Souffleur-Castle, in Ihr Bühnenbild, dann sind Sie für mich ungeeignet. Ja, der kann sofort, der kriegt seine Reisekosten ersetzt und tschüss. Ist schon selten, dass es überhaupt noch Souffleure gibt eigentlich. Oder? Ja, aber das ist doch der Skandal schlechthin. Bitte, wir haben ja, es ist ja nicht so, dass wir, heute haben wir quasi ein Stagione, Theater, was eigentlich erst der Marcel gebracht hat. Sechs Stücke mehr oder minder hintereinander, ne? Oder in einem Monat, und dann ist es weg und dann kommt wieder anderes. Aber früher hat man doch gehabt, einen Antrag für Figaros Hochzeit, Tristan und Isolde, Holländer, Così fan tutte, you just name it. Und dann kommt die Bohème und der Rigoletto und das. Dann haben sie 15 verschiedene Opern manchmal gehabt in einem Monat. Ja, wie soll denn ein Sänger, mein Rekord hier in der Wiener Staatsoper, waren 11 Vorstellungen hintereinander. 11! Aber nicht der dritte Baum von rechts oder irgendwas, sondern da war also von, mein Gott, sizilianischer Vespa auf der einen Seite und Tristan und Isolde, sage ich, auf der anderen, der fliegende Holländer, der Ring, die La Bohème und Rigoletto, alles durcheinander. Palestrina, alles. Hm. Ja, verdammt nochmal, da kann da doch mal was dazwischen kommen, da müsst ihr vielleicht einmal zum Souffleur schauen. Abgesehen von schweren Stücken wie Lulu oder zum Beispiel, oder auch Wozzeck zum Beispiel, wo, während sich der Dirigent sehr aufs Orchester konzentriert, auch der eine oder andere Einsatz kommt. Mhm. Also Souffleur abzuschaffen, ist ein verbrecherischer, und das kann nur ein Dilettant sowas verlangen. Mhm. Nur ein Dilettant, wer vom Theater nichts versteht. Da ist ja nicht das Geld oder gewisse die Gage zu teuer, um für einen guten Souffleur. Ich meine, das ist undenkbar. Weil es dem Sänger dadurch mehr Stress zumutet. Ja, das ist ja Stress. Naja, aber wenn der weiß, da ist einer unten und ich brauche quasi bei einer sehr schwierigen Stelle, ich sage, irgendwas macht der so und der weiß, oder ich schaue einmal rauf und der weiß sofort, aha, der war dem fehlt ein Wort oder irgendwas. Mhm. Und die guten Souffleure sind nicht die, die sagen, falsch, falsch, sondern die kommen sofort. Mhm. Und gute Souffleure, die bis zu früh, vor zu früher Einsatz, nicht, machen die Hand und kommen sofort mit dem Finger nach und du bist wieder drinnen. Es wirkt fast, als wäre das handwerkliches Wissen, das im Grunde im Theaterbetrieb von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und aber irgendwie scheint so zu versickern, weil man es nicht mehr pflegen will oder weil man es nicht mehr. Naja, das ist eine unglaubliche Unwissenheit, das ist eine unglaubliche Präpotenz der Erfahrung des Theaters gegenüber. Das sind ja keine Idioten gewesen, dass die da unten an einen gesetzt haben. Sondern da kamen neue Opern, die keiner gekannt hat. Die waren nicht dauernd beim Dirigenten, sondern die mussten spielen und so weiter. Und dann geht der Blick einmal da drüber und du hast gesagt, ich bin jetzt früher gekommen und der gibt da schnell den Einsatz. Nicht jeder Dirigent gibt Einsätze heute. Viele, die also von Rundfunkorchestern kommen, das ist ja ein bisschen die Krux von dem Ganzen, die geben keine Einsätze. Die konzentrieren sich nur unten auf das Orchester und schauen den oben an. Und der ist ein bisschen verloren. Also da brauchen die einen Einsatz. Wieso brauchen sie? Ich brauche einen Einsatz dort, bitte. Jetzt haben wir die Kurve gekriegt zu den Dirigenten hin. Endlich wieder. Sehr lange in der Regie. Aber im Grunde ging es ja doch in der Oper eigentlich hauptsächlich um die Musik. Sollte es gehen. Ein Dirigent sollte so viel von Stimmen verstehen, dass er weiß, welches Tempo kann ich dem zumuten? Dass die Tempi, die wir in der Oper haben, es gibt
das richtige Tempo. Das richtige Tempo ist von da bis da. Da dazwischen ist das richtige Tempo. Je nachdem, wie der Sänger ist. Deswegen sollte man die Sänger kennen. Mhm. Ja? Der ist schwer, der ist breit, kann ich ein langsameres Tempo nehmen. Der ist leicht, kann ich flüssiger nehmen. Muss ich vielleicht flüssiger nehmen, je nachdem. Aber was außerhalb liegt, dieser Balance, das ist schlecht. Und wenn Leute heute Dirigenten kommen, besonders gefährlich sind die, die von Rundfunkorchestern kommen, die hauptsächlich auf die Punktierungen und auf die Semichroma oder Doppelpunktierungen, Dreifachpunktierungen hinan und denen ist völlig egal, ob es von der Stimmlinie weggehst. Hauptsache, du bist absolut präzise. Dadurch verliert man aber sehr viel an Klang. Mhm. Eigentlich müsste der Sänger mit dem Dirigenten, die sollten eigentlich auf einem Level sein. Und ich habe etwas gemerkt, je besser, je größer im Können die Dirigenten sind, umso mehr hören sie auch einem Sänger zu. Wenn ein Riccardo Muti bei der Götterdämmerung an der Scala zu mir kommt, ah Kurt, hast du 2 Minuten Zeit? Ja, gern, was ist los? Er spielt Hagenswacht. Hier sitzt sich zur Wacht, war in den Hof. Ne? Habe ich gesagt, wie langsam kann ich sein? Habe ich gesagt, probieren Sie, Maestro. Und dann haben wir ausprobiert. Ich sagte, ja, ich hätte es gern sehr breit. Sag ich, probieren wir es. Und wenn es irgendwie nicht geht oder irgendwann, dann sage ich schon, Chef, können wir ein bisschen anziehen und so. Und das haben, das hat auch ein beim Ring der Heiting in London zu mir gesagt, Kurt, die Rufe, die Mannenrufe, wie können wir die machen? Sag ich, gehen wir kurz ins Zimmer, probieren wir. Sinopoli, das gleiche gemacht, beim Parsifal in Rom und so weiter. Wie können wir das machen? Breit erzählen. Habe ich gesagt, nur ich bitte, gewisse Dinge nicht zu zerdehnen. Jenseits im Tale war er eingesiedelt, darüber hin liegt übliches Heidenland. Sag ich, da kannst du nicht breite Arien machen, da müssen wir schauen, dass wir vorwärts gehen, dass wir eine Spannung erzeugen. Aha, man darf alles nicht vergessen, sehr viele kommen hier, Dirigenten, beherrschen den Text nicht perfekt. Ja, sie lesen über den Text drüber, sie schauen genau, aha, oder Piano, oder zwei Piano, oder Fortissimo, oder irgendwas, dann werden wir accelerieren, oder gehen wir zurück, oder so. Aber sind sehr oft nicht mächtig der Sprache, sodass sie wirklich die Nuancen oder das genau kennen. Mhm. Und da sollten sie doch oft auf Singen auch hören, zumindest wenn es der schon gemacht hat. Wenn der natürlich auch einer ist, der zum ersten Mal macht, wird er den nicht um Rat fragen. Sondern sollten sie also quasi, da braucht man einen guten Korrepetitor, der dazwischen irgendetwas sagt. Deswegen, wirklich gute Operndirigenten sind diejenigen, die vorher auch korrepetiert haben. Mhm. Die kennen, die wissen, wo der Sänger atmet, die wissen, was er braucht, die wissen, wo muss ich accelerieren, weil sonst kommt er durch die Phrase nicht durch. Also das ist sehr wichtig. Aber bitte, jetzt war ich wieder im Musikalischen. Gehen wir wieder zurück auf die Bühne. Sehr gerne. Im Grunde sollte die Bühne Ort fürs Musikalische sein. Ja, ja. Aber bei den Regisseuren waren wir. Und diese ganzen Dinge, die wir jetzt besprochen haben mit Interpretation, Regiekonzept, das passiert ja im Grunde alles in einer Probebühne, wo der Dirigent meistens gar nicht dabei ist. Und der merkt dann, dass in einem bestimmten schwierigen Einsatz der Sänger ganz hinten rechts steht und gar keine Möglichkeit hat, den Kontakt zu finden. Deswegen sind, ich muss da manche schon in Schutz nehmen, Dirigenten, die das sehr ernst nehmen, die machen zuerst einmal Ensembleproben, damit wissen sie oder sollten sie, und nicht nur eine, braucht man mehrere, Ensembleproben, und sollten dann nicht unbedingt von der ersten Minute. Das braucht man nicht. Also wenn einer schon immer dort ist und der schon dann dazwischen herumfutzelt an jeder einzelnen Note oder irgendetwas bei den ersten Regiesachen. Nein, lass einmal eine Woche oder 10 Tage Regie, damit man ungefähr weiß, wie, was, wann. Aber dann müsste er nicht erst bei den Orchesterproben da sein. Er müsste bei den Klavierproben wirklich dabei sein. Aha, und das ist so und so. Was ist dann passiert? Sehr oft, wenn renommierte Dirigenten gekommen sind, die sehr spät gekommen sind, die haben dann einfach auf die Bühne aufgeschaut und gesagt, komm vor, der hat was ganz was anderes gestellt und ich gesagt, geht nicht, ich brauche den mehr.
Für was dann 3, 4 Wochen arbeiten? Eben, weil da fällt ja dann ganz oft auch wirklich ein Konzept um. Also Gott will. Der muss schon ein, das ist richtig, der muss schon eingreifen ganz früh und sagt du, zum Regisseur, ich brauche den da, ich brauche diese Gruppe zusammen, ich brauche da einen Klang von den dreien. Es kann nicht sein, dass der eine dort steht, der andere da und der andere ganz hinten, geht nicht. Die muss versuchen irgendwas, muss sich der zurückziehen. Das muss er nicht Chor am Publikum machen, wo er den Zahn hat, quasi, sondern da bräuchten wir irgendeine Möglichkeit. Also die Dirigenten, die das Stück oder sagen wir die Oper, in der sie jetzt da sind, wirklich ernst nehmen, die sollten oder die kommen auch, sage ich ganz ehrlich, sehr früh zu den Proben. Die meisten heute halt im Repertoirebetrieb, der Repertoirebetrieb ist zu einem gewissen Grad ein Problem, aber er hat sich ja so viele Jahre bewährt. Das heißt, die Stücke waren fertig geprobt. Das heißt, du hast jedes Monat 2 Bohems gehabt. Du hast jedes Monat, ich sage, zumindest einen Fidelio gehabt oder einen Holländer oder irgendwie. Das heißt, die Stücke waren parat. Der Gastdirigent oder Dirigent wie immer ist gekommen und mit 2, 3 Tagen, es waren früher nicht mehr als 2 Tage Proben von den einzelnen Vorstellungen mit einer zusammengewürfelten Besetzung. Und die haben funktioniert. Weil die ersten die Leute gewusst haben, was sie tun. Auf der anderen Seite war es ein Ensemble. Die große Lüge ist ja auch immer gekommen, wo jeder in die Presse gegangen ist. Ja, ich mache Ensemble. Presse geschrieben, ja, Ensemble, so wie das Theater wollen. Ensemble, Ensemble. Was war dann noch? Ja? Sie haben für die Leading Parts haben's Gäste geholt. Und das Ensemble hat den dritten Baum von rechts gesungen. Ja? Und das Ensemble waren in der zweiten, dritten Fach drinnen. Das ist nicht der Sinn eines Ensembles. Und das, was früher im Ensemble, und da bin ich sehr dankbar, dass ich das erleben durfte, und das war dann meine Karriere, meine internationale Karriere dann ausgemacht. Den ersten Attila hat der Giaurov gesungen und die zweite Serie hat der Kurti Riedl gesungen. Den ersten Mephisto hat der Raimondi gesungen und den zweiten Mephisto hat der Kurti Riedl gesungen. Und so ist es gegangen in allem, bis ich dann im Ring dann die Premieren war. Und dann war ich also vom Fasold über den Hunding und über den Pfaffner bis zum Hagen, habe ich alle 4 gemacht. Und dann habe ich auch egal wie es war, es waren die großen italienischen Chaiotti oder sonst wie sie heißen, haben die ersten bei dem gesungen und ich hab dann nachgesungen. Und hatte aber dieses Repertoire dann. Und der Direktor hat mir gesagt, Riedl, willst du schon wieder einen Urlaub haben? Und er hat gesagt, wo singst du denn? Habe ich gesagt, ja, könnt ihr Mephisto dort machen. Sagt er, okay, du kannst den Urlaub haben. Ich sage dir gleich, am 13. und am 24. brauche ich die für die und die Vorstellung. Restliche Zeit bist frei, kommst fertig studiert, bist mein Mephisto in der nächsten. Das ist schon her. So kann es ja auch gehen. Heute geht es leider so nicht mehr. Aber Sie sprechen da natürlich jetzt wirklich was an, was die absolute Bestsituation ist für einen aufstrebenden Sänger, der mit solchen Sängergrößen zusammenarbeiten darf und sich was abschauen darf. Ja, die hatte ich ja. Ja, eben, sag ich. Die hatte ich ja und das hat mich mit dem Nikola Giaurov haben wir gehabt, Boris Godunov, er war der Boris, ich war der Bimen und der ist zu mir gekommen und hat mich genommen, ist auch sogar auf meine Einladung gefolgt mit der Vreni zusammen und waren ein Gast bei mir. Und wir haben uns wahnsinnig verstanden und er hat gesagt, ja, und der hat mich empfohlen nach Sofia hinunter. Und er hat gesagt, da ist ein junger Sänger, nehmt den unten in Sofia. Ich meine, das ist das Haus, mit dem ich alle gesungen habe. Christoph, Giaurov, Kuselev, das waren die drei. Ich habe nachgesungen, parallel gesungen mit dem Boris Christoph Attila in Parma. Das ist nicht irgendwas. Nein, 2 falsche Töne in Parma und du bist weggebuht, brauchst nie wieder dorthin kommen. Ich meine, das waren Auszeichnungen, das war etwas, auf was ich stolz bin und dankbar bin, überhaupt solche Möglichkeiten gehabt zu haben. Und ich habe mir sogar die Freiheit genommen, den Mutti an der Scala zu sagen zur Eröffnung, Maestro, Sie wollen die Leonore 3 nicht machen. Sagt er, nein, ist nicht so geschrieben. Sag ich weiß, ist nicht so geschrieben. Und darf ich ein ehrlich sein? Und ich sage, ja, Kurt, was ist los? Und ich sage, wer die Leonoren-Obertür nicht macht, hat keinen Erfolg. Er hat mich zuerst so angeschaut und dann hat er ein bisschen geschmunzelt, aber gesagt, nein, das machen wir nicht.
Und ich habe mit seiner Frau, mit der Christina, gesprochen. Ich habe gesagt, Christina, ich habe also wirklich, für den Maestro ist es der erste Fidelio, aber es ist ungefähr mein 200. Und ich weiß, und ich habe es mit Meta gemacht, ich habe es mit Marcel gemacht, ich habe es mit Karl Böhm gemacht. Bitte, 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 red ihm ein, die Leonore da rein. Mhm. Sind ein paar Tage vergangen. Und dann bin ich reingekommen zu einer Orchesterprobe. Oh, ich höre Leonore da rein. Man denkt, Jesus, das wird, die wird ihn doch nicht umgestimmt haben. Sie hat ihn umgestimmt. Mhm. Und es war für ihn ein triumphaler Erfolg. Die Leute sind auf die Stühle gestanden, nach der Ouvertüre. Wirklich, die haben bravo geschrien, also ohne Ende. Und sie kam dann mit einer Magnumflasche Dom Pérignon in meine Garderobe. Und sie hat gesagt, danke Kurt. Ja. Ich meine, da bitte mir wirklich nichts eins. Und ich habe ihm das nur, und ich habe gewusst, dass man mit ihm so reden kann. Weil er zu mir gekommen ist in der Götterdämmerung und wirklich oft gefragt hat, Kurt, meinst du das so? Oder kann ich da schneller werden oder sowas? Denke ich mir, mein Gott, kann das nicht ideal so sein, dass Dirigenten mit dem Sänger über Tempi sprechen? Jetzt haben Sie diese großen Bässe erwähnt und Sie haben das geschafft, dass Sie jetzt nach 50 Jahren, dass Ihr Name auf Augenhöhe mit diesem Namen klingt. Na, vergeht es Gott. Das ist aber, also, wie steht es denn ums Singen? Jetzt haben wir über die Regisseure, um die Dirigenten, über die Intendanten geredet. Gibt es diese Sänger heute noch, wenn sie jetzt auf die Jugend schaut? Wie steht es ums Singen? Nein, können wir, weil ich meine, der Opernerfolg hängt sehr stark von den gesanglichen Leistungen ab. Sollte. Und es gibt Sänger. Aber die Breite ist nicht mehr ganz so da wie früher. Es gibt ja viel mehr Sänger. Es gibt viel mehr Sänger, aber es gibt auch viel mehr Mediokrität. Und es gibt auch große Eitelkeiten der besetzenden Menschen, die sich oft, ich sage das jetzt bitte nicht bösartig, aber blenden lassen von einer perfekten, jungen, schönen Figur, männlich wie auch weiblich, sage ich jetzt einmal, und sage, ach, der gefällt mir, das ist sehr gut. Merkt aber nicht, dass der zwar jetzt beim Vorsingen sehr gefällt und sehr ansprechend ist, aber nicht die Erfahrung hat als Direktor, sage ich jetzt, oder als zu Besetzender, sagt, ja, aber ist der das eigentlich richtig für mein Haus? Kann der das und das auch singen? Nicht nur, wenn heute halt Regisseure kommen und sagen, ich hätte gerne eigentlich eine Susanna, die 16 Jahre alt ist. Susanna, einer der schwierigsten Partien, einer der längsten Partien, braucht eine gestandene Sängerin. Ja? Und die sich oft von Äußerlichkeiten leiten lassen. Und das ist falsch. Aber es gibt hervorragende Sänger. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich hervorragende Sänger. Und aber die Breite und dann würde ich sagen, das Zusammenspiel von gesanglichem Können mit Bühnenpräsenz, da wird es dann dünn. Mhm. Es gibt hervorragende Sänger, die kennen was, aber ob sie das dann so auf die Bühne bringen und dann sagen, ja, der hat das schön gesungen, aber als Persönlichkeit hat es nicht so passt oder so. Also dann wird, muss ich ganz ehrlich sagen, von einem sehr breiten Sockel wird es dann sehr schnell pyramidenartig. Woran liegt es? Das liegt natürlich auch, dass viele gleich ganz oben anfangen wollen und den Weg über die kleineren Häuser nicht machen. Es täte auch so manchem Operndirektor gut, nicht von irgendeiner ganz kleinen Bühne, sage ich jetzt einmal, oder von einem Revue-Theater, um jetzt fast böse zu sein, an die Spitze eines Tophauses zu gehen. Mhm. Da gehört was dazwischen. Da gehören, ich sage jetzt mal, in Österreich die Landestheater vielleicht mal. Es gehört dazu, die man auch aufwertet. Die sind wichtige Häuser, das sind Brutstätten eigentlich für kommende Sänger, auch für kommende Regisseure, für alles Mögliche. Und dann die sogenannten mittleren
unter Anführungszeichen, ja, nicht in der Qualität meinen, aber die mittleren Häuser in Deutschland, die ganz wichtige Häuser sind. Es gibt dann, die oft bessere Vorstellungen haben als die Spitzenhäuser. Das muss man ehrlich sagen, wo auch eine gewisse, eine andere Pflege des Ensembles ist und die auch noch auf ein Ensemble Wert legen. Wien, so leid es mir tut, legt nicht mehr so großes Wert auf Ensemble. Man kauft die Stars zu, man macht das und das andere, passt man halt, wie man in Wien sagt, zu. Ne? Da wird, okay, dann singst du das, aber die ersten Partien, die werden zugekauft. Da wachsen ganz wenig Leute aus dem Ensemble hinauf in die erste Reihe. Wirklich, das ist ein Problem. Aber Sänger gibt es. Sänger, Darsteller, die wirklich dann zu großen Figuren werden, die sind schon weniger. In Ihrem Buch, das ja mittlerweile schon 15 Jahre alt ist. Auch. Ja, das ist nicht mehr ganz en vogue. Man schaut auf eine Karriere zurück, das könnten vier Bässe machen vielleicht. Aber es ist nur der Krise noch sehr viel dazugekommen. Da ist noch einiges dazugekommen. Da ja. Aber schon führen Sie dieses schöne Sommergespräch auf Ihrer Finca. Ich stelle mir das vor, in der Sonne, in einer entspannten Atmosphäre. Und Sie erzählen davon, dass Sie in der Badewanne sich gerne Frust von der Seele sprechen. Und dass es da eben um ein Business geht, das immer aggressiver wird und das zu einem täglichen Kampf wird. Und dass Sie in dem Film als der Gladiator bezeichnet werden. Und ich stelle mir irgendwie vor, weil was trägt einen durch dieses ganze Leben hindurch, durch dieses aggressiver werdende Business, durch diese Kämpfe, die man kämpfen muss. Und Sie nennen sich da selber einen Fürstreiter. Sie sprechen sich was Parzifalsches zu. Sie sagen, Sie streiten, für etwas streiten, für etwas stehen, für etwas kämpfen und für etwas weitergehen. Und das, glaube ich, finde ich als junger Sänger sehr beispielhaft, weil es kann ja nicht sein, dass es jetzt in Zukunft kein Opa mehr gibt. Und es kann ja nicht sein, dass selbst wenn die Situationen irgendwie schwierig wirken, dass wir jetzt einfach aufgeben, das Handtuch werfen, sondern eigentlich will ich für etwas weitergehen. Und was waren die Ideale, die Sie weitergehen haben lassen, so weit gehen haben lassen? Also erstens einmal Kompliment jetzt. Das Weitergehen wollen ist wunderbar. Wann ich für etwas streite oder wann ich bin, erstens, das hängt damit zusammen, dass ich als, glaube ich, 12-jähriger Bub Sir Laurence Olivier in Hamlet gesehen habe. Ich habe den Film gesehen und bin nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, ich werde Schauspieler. Und die Mama nicht so ganz gehört, hat gelacht. Und ich wollte, es hat sich dann, Stimme ist dann gekommen und so weiter, bin dann ins Musikalische gegangen, aber ich war besessen, irgendwie etwas darzustellen. Ich war besessen, Figuren auf die Bühne zum Leben zu erwecken. Und dann ist die ersten Opernerlebnisse gekommen. Und ich habe nur dorthin geschaut und gesagt, ich muss das machen. Ich will das machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber wie kann ich da, ich muss etwas Besonderes machen. Ich kann nicht irgendwie nur der Chor geht gar nicht und dann auf der Seite stehen geht auch nicht. Ich muss etwas Besonderes können. Und ich habe mich dann also hineingekniet und habe immer im Hinterkopf gehabt, eigentlich muss ich es über den Underdog schaffen. Und zwar bin in meinem Leben ein Gerechtigkeitsfanatiker. Das ist nicht immer leicht. Und das macht dir auch manchmal das Leben sehr schwer. Das heißt, ich habe mir oft gesagt, macht mir gar nichts, wenn ich ein Underdog bin irgendwo. Denn ich weiß ganz genau, es haut mir einer drauf, aber ich komme an einer anderen Stelle wieder hoch. Und du taust wieder drauf, komme ich dort hoch. Und das war so ein Leitfaden für mich.
ich muss das durchziehen, ich will das machen, es hat mich getrieben. Und dann war es diese unglaubliche Befriedigung, das, was ich mir vorgenommen habe, in Töne umzusetzen. Ich wollte diese Partie so singen. Ich wollte den Ton so singen. Den habe ich von dem so gehört. Dort gehört er hin, den muss ich schaffen. Und da habe ich also dann quasi eine Bullterrier-Philosophie entwickelt. Die hat mich vorgetrieben und die habe ich mir nicht nehmen lassen. Und dann habe ich also, ich habe dann auch im Musikalischen, in vielem das so umgesetzt. Und es ist ja dann so gewesen, und da bin ich ja so dankbar auch dafür, und das war dann meine so unglaubliche Befriedigung, dass die großen Dirigenten, und das war also wirklich querbeet, alle großen, das, was wir dann musikalisch gemacht haben, die abgekauft haben. Die haben gesagt, nein, gut, ja. Das war gut. Da ging es nicht, und das, da wiederhole ich mich auch wieder, diese Besessenheit, das zu schaffen, war niemals eine finanzielle Frage. Niemals. Fünfmal in der Woche singen. Nie. Ein Geld ist gut und ein Geld ist fein. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du kein Geld hast, sage ich dir gleich, schaut schlecht aus. Ja? Das hat er immer gesagt, du musst einen Rückhalt haben. Aber das war nie die Triebfeder. Die Triebfeder war nie das Geld. Aber fünfmal in der Woche zu singen und es so zu deichseln mit der 13.30 Uhr Maschine, obwohl um 13 Uhr fast die Probe erst aus war, mit der 13.30 Uhr Maschine nach Paris zurückzufliegen und am Abend den Rosenkavalier zu singen, wo jeder gesagt hat, Rendl, du bist deppert. Und im Endeffekt haben sie ja recht gehabt, ich bin deppert. Aber ich wollte das schaffen. Ich habe dem gesagt, ja, also meinst du, du brauchst mich unbedingt zu der Orchesterprobe, also ich mache sie dir, ja, ich werde kommen, aber vielleicht markiere ich die eine oder andere Stelle, ja, okay, aber ich habe dann eh wieder gesungen meistens, aber dann werden die Leute sagen, ja, aber wie war dann die Vorstellung in Paris? Nein, ich war so unter Adrenalin, ich war so aufgeregt und ich habe es dann gut geschafft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich es nicht gut geschafft und war einbrochen, dann hätte ich mir das nächste Mal schon überlegt, habe gesagt, nein, also das traue ich mir jetzt nicht zu. Aber das ist viele Jahre gut gegangen und ich habe wirklich also 10 Jahre gehabt, wo es jedes Jahr 100 Vorstellungen waren. Natürlich ist das deppert. Und ich habe furchtbar viele depperte Sachen gemacht. Aber es hat mir so viel Befriedigung gegeben. Ich schaffe das, ich kriege das durch und das schaffe ich auch noch. Und das hat mir, das war einer meiner Triebfedern. Und die Triebfeder, von der Sie sprechen, war der Wunsch zu verkörpern, der Wunsch, ja, auf der Wunsch zu gehen. Der Wunsch zu verkörpern, auch mir körperlich zu beweisen, ich schaffe das. Ich wusste, es ein paar Vorsätze. Ich habe das genau gewusst. Noch ein Hagen, ich meine, in 5 Tagen 4 Parsifale zu singen. Der eine war in München, am nächsten Tag in Dresden. Ein Tag Pause, dann wieder München und dann wieder Dresden. Ich meine, das ist jetzt kein Geharnischter, wovon wir reden. Das ist Gurnemanz. Also 4 Gurnemänzer in 5 Tagen. Natürlich habe ich eine schlechte Nachricht gehabt bei vielen Leuten. Der Redl ist ein Wahnsinniger und so weiter. Aber ich war nie zu spät bei einer Probe. Nie zu spät bei einer Vorstellung. Von München Ried nach Wien in 2 Stunden 45. Und ich habe beim Einfahrt nach Wien Auhof gedacht, bitte lass jetzt eine Polizei kommen. Und der Herrgott hat mich erhört. Und ich fahre mit 170 bei Auhof hinein und noch 200 Meter geht Funkstreife raus am Parkplatz. Steig sofort aus. Ich werf mich, das ist jetzt kein Schmäh, das ist eine Geschichte, die stimmt. Ich werf mich auf die Knie, mich hin, so wie es quasi heißt, in dem Wiener Ried, und hab gesagt, meine Herren, ich weiß, ich bin schuldig, ich muss in 20 Minuten in Wien sein und auf der Staatsoper. Sagt er, ja, ich kenne ihn ja eh. Geh mal, fahr mal. Die fahren vor mir mit Blaulicht. Selbst über den Gehsteig bei Kreuzungen bringen mich 5 Minuten vor Vorstellungsbeginn zur Staatsoper.
Ich bin erst 20 Minuten später dann angekommen. Meine Frau war schon, mein Gott, was die da erzählt hat. Mein Mann sucht Parkplatz noch irgendwo. Die hat also Schmäh erzählt von oben bis unten. Ich bin da reingefahren und ich, die bringen mich. Alles Gute! Ich habe damals 1000 Schilling hab ich den gehabt. Sag, darf ich dir das geben? Mario, jederzeit wieder, danke! Paff, sind weggefahren, ich habe mir 1000er gegeben, bin aufgekommen in die. Zack, ins Kostüm, Schminke war ein bisschen wenig, aber ich bin rausgegangen und so weiter. Das hat funktioniert. Also solche Sachen hat es schon gegeben. Dass natürlich dann ein Operndirektor tobt, kann ich verstehen. Aber es ist doch eigentlich ein perfektes Zeichen dafür, dass dieser Theatergeist, dieser Wunsch zu verkörpern, sich sogar auf die Polizei übertragen muss. Jawohl, oder? Und da muss ich meinem Körper dankbar sein, der so viel Adrenalin ausgeschüttet, dass das gegangen ist. Ja, das ist gegangen. Aber es ist ja nicht irgendein Jahr, deswegen bin ich auch sehr geehrt, dass ich das Interview führen darf, in dem wir das führen sollen. Es ist das Jahr Ihres 50-jährigen Bühnenjubiläums. Ja, ja. Und an meinem, meinem Geburtstag, am 8. Oktober, an meinem Geburtstag, habe ich mein erstes Mal den Lord Sydenham in Linz gegeben. Ja. Und ich habe versucht, irgendwie ein würdiges Schlusswort zu finden, etwas, was zu Ihnen passt, zu diesem Lebenswerk passt, und Sie haben ganz oft gesagt, Ihnen gefällt die Idee des Underdog-Seins, aber Sie sind auch im Grunde ein bisschen über die Provinz gegangen und haben sich Zeit gelassen. Und es gibt von Peter Handke ein ganz wundervolles, dramatisches Gedicht, Über die Dörfer heißt es. Und mit dieser Sommergesprächssituation auf Ihrer Finca, stell ihm mal das so ein bisschen vor und ich bitte, mir über den Mund zu fahren, falls das nicht würdige Schlussworte sind. Bewege dich in deinen Eigenfarben, bis du im Recht bist und das Rauschen der Blätter süß wird. Geh über die Dörfer, ich komme dir nach. Herrliches Schlusswort. Dürfen wir es so stehen lassen? Ja, aber selbstverständlich. Ich meine, über die Dörfer gehen, das ist etwas, ich gehe mit meiner Frau, wir haben eine sehr große Finca, ist wirklich groß in Spanien. Also in Mallorca, und ich sage immer wieder zu meiner Frau, sage ich, weißt du was, gehen wir ins Land eine schauen. Wir gehen dann wirklich und blicken, wir bringen ins Tramontana-Gebirge, wir haben keine Nachbarn, also wir gehen durch die Olivenbäume, wir gehen dann auch in den Wald hinein, fast einen Klingschor-Sorschen Wald, also wir sind dort fast in einem archaischen Raum, ist auch ein Kraftort für uns, und ins Land gehen, ins Land eine schauen. Das ist so unglaublich wichtig und das gibt mir wahnsinnige Hilfe. Mein Vater hat auch immer gesagt, du musst Bäume umarmen. Bäume umarmen, das sind Kraftorte. Das ist was ganz, was Wichtiges. Wunderbares Schlusswort. Ich danke vielmals. Ich danke auch vielmals. Danke. Herzlichen Dank.